Als nächster Redner kommt der ehemalige Klubobmann der ÖVP, der Nationalratspräsident, Entschuldigung, der ÖVP, Karl-Heinz Kopf, zu Wort. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich stimme dem Kollegen Kreiner vollinhaltlich zu, wenn er feststellt, dass das Thema, das diesem Antrag zugrunde liegt, eine zutiefst kulturelle Frage ist und eine grundsätzliche Frage für uns als Politiker genauso wie für uns als Gesellschaft, wie wir mit dem Thema Steuergerechtigkeit, wie wir mit dem Thema auch Steuerflucht, die manche begehen, umgehen, nämlich, weil das Ganze natürlich zutiefst eine Frage ist der Fairness im Umgang miteinander. Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Hohen Haus wir Übereinstimmung erzielen können bei der Frage oder bei der Feststellung, dass Flucht aus der Steuerpflicht durch Gewinnverschiebung in diesem Fall in sogenannte Steueroasen zu unterbinden ist und dass wir gemeinsam selbstverständlich Mittel und Wege finden müssen, wie wir das bewerkstelligen können. Denn es verstößt halt einmal zutiefst gegen eines der wesentlichen Prinzipien unserer Steuergesetzgebung, nämlich dass jeder, jede entsprechend seiner, ihrer Leistungsfähigkeit einen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten soll. Und das natürlich auch dort, wo die Wertschöpfung tatsächlich stattfindet. Weniger Übereinstimmung werden wir wohl haben in der Auffassung, wie umfangreich ein Gemeinwesen in einem Land sein soll. Also das heißt, wie sehr der Staat natürlich eingreifen soll und Steuergelder in die Hand nehmen soll und damit auch, wie hoch die Steuerbelastung für die Bürgerinnen und Bürger oder auch die Unternehmen sein soll. Auch kein Geheimnis, wir in der ÖVP sind der Meinung, es täte uns gut, etwas weniger Staat oder deutlich weniger Staat zu haben. Es täte uns gut, weniger an Steuern einzuheben. Klare Botschaft, wir wollen unter die 40% Steuer- und Abgabenquote. Daraus resultierend mehr Freiheit für den Einzelnen und vor allem auch mehr Eigenverantwortung für den Einzelnen. Zum Antrag der SPÖ. Also grundsätzlich, wir begrüßen die Initiative, aber es gibt schon ein paar Anmerkungen. Ich habe den Antrag mit Experten sowohl im Finanzministerium wie auch in der EU, also EU-Kommission und auch der OECD diskutiert. Und da tun sich doch einige Bedenken auf bei diesem Antrag. Zum einen werden aufgrund eines Verwaltungsgerichtshofentscheides in Österreich Briefkästen schon heute keine Einkünfte zugeordnet bei Steuerprüfungen oder auch bei Einwänden. Das heißt, das zusätzliche Abzugsverbot bringt eigentlich keinen zusätzlichen Nutzen aus diesem Antrag. Der Tatbestand der sogenannten Substanzlosigkeit und das Abzugsverbot sind auch leider sehr leicht zu umgehen, zumindest so, wie der Antrag formuliert ist. Es kommt eine Richtlinie der Europäischen Union, diese Anti-BEPS-Richtlinie, die wir bis in einem Jahr umzusetzen haben. Und es stellt sich schon die sieht ganz andere Instrumente der Bekämpfung dieser Gewinnverschiebungen vor, als die diesem Antrag oder in diesem Antrag enthalten sind. Und ich denke, es macht Sinn, diese Richtlinie natürlich in unsere Diskussionen dann im Finanzausschuss auch mit einzubeziehen und nicht unbedingt einen Alleingang zu machen. Es gibt auch ein paar verfassungsrechtliche Bedenken, die hier geäußert werden. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es wird massiv gewarnt, auch von der Europäischen Union, vor einem Alleingang Österreichs, vor allem was die Veröffentlichung betrifft, auch das Problem nach sich ziehen könnte, dass sich, und das von Drittländern auch schon angekündigt ist, sich möglicherweise aus dieser Veröffentlichung, also aus diesem Country-by-Country-Report zurückzuziehen und daran nicht mehr teilzunehmen, wenn man die Veröffentlichung, so wie es in diesem Antrag beabsichtigt ist, tatsächlich durchführt. Heißt, ich will aber nicht negativ enden jetzt mit diesen paar Einwänden, die hier genannt werden. Ich freue mich auf eine und will auch teilnehmen an einer konstruktiven Diskussion zu diesem Thema im Finanzausschuss. Ich freue mich natürlich Ihre Zustimmung dann nachher bei der Konstituierung des Ausschusses vorausgesetzt
dass ich in diesem Finanzausschuss den Vorsitz übernehmen darf. Ich freue mich, wie gesagt, auf konstruktive Diskussionen, weil das Thema ist ein sehr ernsthaftes für unsere Gesellschaft, für die Fairness im Umgang mit der Finanzierung unseres Gemeinwesens. Und deswegen braucht es hier auch zusätzliche Lösungen. Insofern unterstütze ich noch einmal dieses grundsätzliche Ansinnen und bedanke mich auch dafür. Aber es braucht schon eine ordentliche und eingehende Diskussion noch darüber. Vielen Dank. Karl-Heinz Kopp von der ÖVP hofft, und so wird es auch wohl kommen, dass er in rund einer Stunde zum Vorsitzenden des Finanzausschusses gewählt werden wird, wenn die Ausschüsse bestellt werden.